Bro, was machst du da? Bro, ja, nach was sieht es wohl aus, was ich hier gerade mache? Ich versuche gerade ein latest Pickers-Video zu drehen über meine letzten Sachen, die ich mir bei Represent gekauft habe. Und du kommst hier rein und stellst mir so eine unnötige Frage. Kamera, alles ist hier aufgestellt. Was willst du gerade von mir, Digga? Erst einmal, beruhig dich. Okay, also ich habe dir überhaupt nichts gemacht, ich habe dich nur ganz normal gefragt. Aber mal ganz kurz, die Sachen von Represent, das ist doch dieses aus Britannien, England, diese ganzen Geschichten da hinten. Das ist doch teuer, oder nicht? Bro, du fragst mich jetzt nicht, wirklich nicht ernsthaft, ob die Sachen von denen teuer sind. Ich weiß ganz genau, wie teuer die Sachen von denen sind. Das ist abartig. Jedes Mal, wenn die irgendwas liegen auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Ich will gefühlt 90% davon haben. Was passiert aber? Der Drop kommt. Ich packe mir alles in den Warenkorb, was ich unbedingt haben will. Guck kurz rein. 900 € kostet der Schinken auf einmal. Ich alles wieder raus. Okay, denk mir, okay, komm, Ivan, Digga, du musst da ein bisschen dribbeln, du musst da ein bisschen auf Prozente hoffen, irgendwelche komischen Rabattaktionen und so. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Da gebe ich dir auch recht, ja. Was passiert? Alle Sachen ausverkauft, die Sachen, die ich unbedingt haben wollte, auch komplett sold out. Ja, ich bekomme sie auch nicht mehr, werden auch nicht mehr nachproduziert. Ich krieg natürlich wieder so einen Hals, okay? Was machst du natürlich als nächstes? Du gehst auf Kleinanzeigen und Kleiderkreisel und versuchst dann mit irgendwelchen kleinen Kiddies, mit irgendwelchen komischen Preisvorstellungen rumzuschlagen und so. Und Digga, du weißt, das Struggle ist einfach real. Ja, hast du denn überhaupt irgendwelche Sachen bekommen? Weil so gerade wie du redest, hört es jetzt für mich gerade nicht so an, als hättest du dir irgendwelche Sachen von Represent gekauft, ja? Aber ganz kurz, du weißt, okay, ich schlaf nie, mein Bankkonto schläft nie. Natürlich habe ich für meine Zuschauer ein paar Sachen so organisiert, die mir auch extrem gefallen, wo ich auch denke, dass die Zuschauer sich daran ergötzen werden an den Sachen, die ich mir geholt habe. Deswegen habe ich mir ungefähr 6 Teile geholt, die ich hier gerne vorstellen möchte. Wie gesagt, und deswegen würde ich dich wirklich bitten, dich zu entfernen, einfach so links, rechts, geradeaus drüber, drunter und dann kurz dich wegzumachen. Ganz einfach. Ja, du mich auch. Ey und Bro. Ja? So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Thumbnail auch schon erkennen konntet, geht es heute um meine letzten Pickups und zwar Represent Only. Die habe ich mir einfach entschieden dazu, weil ich in den letzten Monaten hat sich dann doch einiges angesammelt und mein letztes latest Pickups Video ist schon sehr, sehr lange her. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, weil Represent mich von der Seite extrem gehittet hat. Ja, also ich habe da so viel Geld gelassen bei denen. Das ist wirklich abnormal, was sie teilweise für Preise verlangen. Aber dazu werde ich später noch kommen. Ich würde euch auf jeden Fall raten, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil ich werde jetzt in der nächsten Zeit einige LPUs peu à peu. Alter, peu à peu, das ist so deutsch. Deswegen würde ich euch raten, den Kanal zu abonnieren und die Glocke einfach zu aktivieren, damit ihr auf jeden Fall die ersten Seite die Videos dann sehen. Ich will nicht weiter drum rumlabern, fangen wir gleich mit dem ersten Piece an. Ja, und hier ist das gute Stück und zwar handelt es sich hier um ein Hoodie. Mir gefällt auf jeden Fall hier vorne oben, dass ihr diesen ganz normalen Kordelzug habt, der nicht allzu lang ist. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und zwar habt ihr auch so einen Kordel, den ihr halt zuziehen könnt. Und hier finde ich es halt sehr, sehr gut, weil ich bin halt ganz kurz zu meinen Maßen. Ich bin 1,89 Meter groß und wiege so knapp 80 Kilo. Ich habe das Problem, wenn die Hoodies dann halt wirklich mal L oder XL groß sind und die mir dann halt so passen vom Fit her und alles drum und dran, habe ich halt unten das Problem, dass es halt so ein bisschen ausleiert, beziehungsweise halt, es sieht dann halt nicht so gut aus. Ja? Und hier könnte es wirklich so ein bisschen variieren und könnt halt wirklich mit dem Kordel euch das genauso anpassen, wie ihr halt wollt. Und deswegen finde ich eigentlich sowas, immer mit Hoodie sowas haben, muss ich die auch unbedingt haben. Und wie gesagt, das ist halt wirklich ein cooles Gimmick. Ja, und zwar vom Fit her ist der Hoodie einfach übertrieben krass. Es liegt halt wirklich auch daran, weil das Material halt sehr, sehr schwer ist, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt. Was wiederum aber nicht heißt, dass die Qualität jetzt natürlich dadurch besser ist, nur weil der Stoff einfach schwerer ist, beziehungsweise der ganze Hoodie, sondern der wurde einfach nur anders verarbeitet. Aber ich mag es halt trotzdem, weil die Hoodies halt schwieriger sind, weil die fallen dann halt auch viel besser. Ihr habt dann wirklich so einen Drop-Shoulder-Look, beziehungsweise das ist so ein Loose-Fit und das finde ich einfach viel, viel besser. Und deswegen feiere ich einfach diese Hoodies, die einfach ein bisschen schwieriger sind. Und nochmal, wie gesagt, das hat wirklich nichts mit der Qualität zu tun. Wobei ich bei dem Hoodie auch sagen muss, dass die Qualität wirklich on point ist. Also das ist wirklich geistkrank, wie hochwertig sich das anfühlt, auch wenn es ganz normal nur Baumwolle ist. Aber es haben sie sehr, sehr gut verarbeitet. Hier sind keine Flaws oder irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, okay, krass, was wurde hier, haben sie gerade hart verkackt. Sondern das passt wirklich alles on point. Und deswegen, wenn noch keinen guten Hoodie besitzt, kann sich den auf jeden Fall zulegen. Finde ich auf jeden Fall nice, bevor man sich irgendwie, was weiß ich, 5 Hoodies kauft für ungefähr 100 oder 150 €, holt man sich lieber einen gescheiten, weil, Achtung, zuhören, ich habe mir schon mal Hoodies bei Asus bestellt, 2 Stück für 50 € glaube ich,
Katastrophe. Okay, wirklich reine Katastrophe. Die Fitten geisteskrank scheiße. Das ist überhaupt gar kein Fit. Ihr seht einfach aus wie so halt ausgekotzt. Ja? Muss ganz ehrlich zugeben. Und das Material ist auch eine Katastrophe. Also, wer das einmal wäscht, ja, das war's dann. Das könnt ihr direkt wegschmeißen, das Teil. Wie gesagt, bevor ihr das 50 Euro für zwei ausgebt, gebt halt lieber für so einen, halt, was weiß ich, 150, 200 Euro aus. Aber glaubt mir, wenn ihr fünf dieser hässlichen Hoodies kauft, diese billigen, ja, und einen davon, ihr tragt die ganze Zeit nur den hier, glaubt mir, weil das ist einfach von der Qualität her tausendmal besser, das ist vom Fit her tausendmal besser und die anderen verschimmeln bei euch nur im Regal. Deswegen hört auf, diese billige Kacke zu kaufen für 20 Euro ein Hoodie oder so. Klar, wenn ihr das Geld nicht habt, dann geht es natürlich nicht anders, das ist dann auch logisch, aber wenn ihr das Geld habt, dann investiert lieber in ein besseres Produkt, was euch mehr gefällt und glaubt mir, das werdet ihr einfach häufiger tragen und das macht dann auch Sinn im Endeffekt. Deswegen, kurz zum Abschluss, der Hoodie. So, die nächsten Pieces, die ich euch vorstellen möchte, sind Hosen. Habe ich mir drei Hosen zugelegt, und zwar zwei Cargos und eine so eine Art Anzugshose, die auch relativ gut fällt. Da blende ich euch ganz kurz auch mal ein Bild hier ein. Ja, hier fahre ich es auf jeden Fall, weil es so ein bisschen diesen Mason Margiela Look hat. Ja, diese ganzen Anzugshosen, die so über die Schuhe fallen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die war auch gar nicht sold out, die kann man wirklich in allen Größen bekommen, weil die Leute die, glaube ich, gar nicht so auf dem Radar haben, was ich eigentlich relativ schade finde, weil es halt ein sehr, sehr leichtes Material, sehr angenehm zu tragen. Ihr habt hier hinten noch diesen Patch drauf, glaube ich, kann man ganz gut erkennen. Ich mag die Hose auf jeden Fall sehr gerne, wirklich angenehm zu tragen, hat einen ganz coolen Fit meiner Meinung nach und für den Preis war es eigentlich relativ okay, beziehungsweise eigentlich nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was bis, glaube auch 150, 160 oder sowas war um den Dreh. Ist trotzdem sehr, sehr viel für so eine Hose, wo eigentlich kaum Stoff ist und was relativ dünn ist, das Material. Das ist jetzt eine Größe L, die ich mir dazu gelegt habe. Aber ich wollte die irgendwie unbedingt haben, weil ich sie auf den Bildern eigentlich ganz cool fand. Und auch in Realtime, glaube ich, kann man ganz gut auf dem Bild erkennen oder konnte man ganz gut auf dem Bild erkennen. Fittet die auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, kommen wir zu den zwei Cargos. Und zwar habe ich hier einmal die Military Pant und einmal die V2 Winter Track Pant. Alter. Einfach der Boss. Was gibt es von den zwei Hosen zu sagen? Die haben alle beide Vor- und Nachteile. Und hier ist es wirklich so, dass ich wirklich schwanke zwischen der einen und der anderen Hose. Momentan finde ich die Military Pant einfach besser. Und mit der fange ich auch ganz kurz an. Ne, beziehungsweise man fängt erst mit der etwas schlechteren Hose an, in Anführungszeichen. Wobei die natürlich nicht schlecht ist. Zwar fange ich mit der Winter Track Pant V2 an. Hier ist es wirklich so, dass sie von der Qualität wieder, wie gesagt, on point ist. Man muss wirklich auch sagen, dass Represent wirklich die besten Cargo-Hosen auf dem Markt momentan produziert, meiner Meinung nach. Weil die vom Fit her wirklich so gut sind, man kann es wirklich irgendwie gar nicht beschreiben, wie gut die eigentlich fitten, die Teile. Und hier ist wirklich so, dass sie sehr, sehr bequem ist. Ihr habt jetzt, wie gesagt, das sind eigentlich relativ ähnliche Hosen, die Track Pant und die Military Pant. Aber die haben eigentlich, wie gesagt, ist vom Material ein bisschen anders. Ihr habt einfach die Details. Guck mal, ihr habt hier das kleine Air-Logo. Ich muss es, glaube ich, so halten. Oder so. Boah, ich weiß gar nicht. Aber man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. Und mal, ihr habt ja auch so einen kleinen Knick drin. Glaube ich, kann man auch sehr gut erkennen. Das sind halt so kleine Details, wo ich mir denke, ey, steckt halt wirklich Liebe zu dem Teil. Liebe zu dem Teil. Okay, Liebe zum Detail. So, jetzt haben wir es. Und die ist wirklich sehr, sehr bequem. Ihr habt hier unten noch Taschen. Ihr habt hier oben Taschen. Und die sind eigentlich relativ dezent, diese Taschen hier unten, deswegen macht es mir eigentlich nicht so aus, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn die so vollgekleistert sind mit Taschen. Also die Represent hat auch so Cargos, die gefallen mir gar nicht. Aber die hier ist wirklich, also wirklich geistkrank. Und hier habt ihr wirklich den Vorteil, dass ihr unten hier auch bestimmen könnt. Ihr habt hier so einen Knopf, okay, wie weit das Ding halt sozusagen, wie schreibt man das, wie weit halt ihr es tragen wollt unten am Fußbund. Digga, ich laber englische Scheiße gerade. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen, wie gesagt, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Hose. Ist wirklich so eine Alltagshose, die könnt ihr gefühlt eigentlich jeden Tag tragen. Die wird immer gut aussehen, die wird immer gut fitten. Und die Qualität ist, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingshose, und zwar der Military Cargo. Wie gesagt, ist so ähnlich aufgebaut wie die Winter Track Pant, die ich euch gerade vorgestellt habe. Hier fahre ich einfach extrem den unteren Bund, weil ihr hier einfach mit so einem Glättverschluss das Ganze einstellen könnt. Und hier ist es wirklich so, deswegen feiere ich die Hose, ihr könnt ihr wirklich auf verschiedene Art und Weise tragen. Es gibt halt Leute, die leeren lieber die Hose über ihre Schuhe und oder beziehungsweise tragen es lieber, dass man die Schuhe sieht. Und ihr könnt euch wirklich entscheiden. Also ich finde gerade der Fit dann mit Jordan 1 an, wo er die nicht drüber leert, sondern die einfach unten komplett zumacht eng, sieht halt geistkrank aus. Wie gesagt, ist einfach Fakt. Ja, man muss halt wirklich sagen, das ist
Also da kommt wirklich nichts dran. Das sieht einfach so gut aus, weil der Fokus liegt wirklich extrem auf die Schuhe. Diese Entscheidungsgewalt sozusagen besitzt, ob ihr es halt unten weiterträgt, beziehungsweise halt einfach diese Dinger ein bisschen enger zusammen macht um euren Knöchel. Und deswegen fahre ich die Hose des Todes. Anfangs ist es ein bisschen problematisch, finde ich, das Material, weil dieses Nylon-Material ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man es trägt, weil es macht immer diese Geräusche. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran eigentlich. Und deswegen, also wie gesagt, Qualität top, Fit top bei beiden. Ich habe in beiden eine Größe L. Ihr könnt es, glaube ich, dann auf den Bildern auch sehen, wie es ungefähr fittet. Also ich bin 1,89 Meter, nochmal zur Wiederholung. Und ich würde auch jedem raten, der halt wirklich größer ist, eine L bei einer L zuzuschlagen, weil M macht eigentlich, wie gesagt, keinen Sinn. Und ja, die haben, ich glaube, auch vom Preis her waren die beide bei 225. Mittlerweile kosten sie schon 240. Aber trotzdem wirklich jeden Cent wert. Ich bin so jetzt nicht vor der Cargo-Typ gewesen, aber durch diese Hosen bin ich wirklich Liebhaber davon geworden, aber ich werde mir wahrscheinlich jetzt vielleicht noch eine holen, das war's dann. Ich glaube, so 2-3 Cargos sind, glaube ich, mehr als ausreichend. Und wenn die Qualität sowieso noch stimmt und der Fit sowieso, da kann man sich die auf jeden Fall mal gönnen. Und wenn es nur eine ist, glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr nur eine Cargo von Represent besitzt, dann ist der Struggle auf jeden Fall real und ihr werdet euch auf jeden Fall noch 2-3 weitere holen. So, das nächste Piece, was ich euch vorstellen möchte, ist der Alpha Low. Der liegt auch preislich bei 225, ich glaube jetzt mittlerweile auch schon bei 280 fast. Also die sind wirklich verrückt. Ja. Also das ist wirklich krass, wie die einfach gemerkt haben, dass die Leute komplett auf die Marke abfahren und einfach versuchen, so viel wie möglich Geld zu scheffeln, ja, um einfach zu sagen, okay, weißt du was, die zahlen auch 50 Euro mehr für das Teil. Dabei ist es jetzt einfach nur ein Schuh von Represent und jetzt nicht von Nike oder Jordan oder wie auch immer. So, und hier sind die Teile. Ja, was gibt es zu denen zu sagen? Jetzt einfach mal jetzt rein vom Fitting her. Sind die auch wirklich völlig übertrieben. Also die passen wirklich extrem, extrem, extrem gut zu der Kollektion. Also da haben sich auf jeden Fall wieder einiges einfallen lassen. Meine Freundin findet sie ultra hässlich, aber ich feiere die, ist mir scheißegal, was sie sagt. Liebe Grüße, Schatz. Oder auch nicht. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Ja, und hier habt ihr auf jeden Fall so ein Obermaterial, das ist so eine Art Velour oder was das da sein soll. Wie gesagt, das andere ist hier Gummi und hier oben habt ihr so ein bisschen innen drin das Leder. Und ja, wie gesagt, ich feiere den Schuh auf jeden Fall, weil er halt extrem gut zu der ganzen Kollektion passt. Gerade mit der Winter Track Pant bzw. mit der Military Cargo sehen die auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und hier muss man wirklich ein bisschen abwägen, ob das einem wirklich wert ist, so viel Geld für so einen Schuh auszugeben, der qualitativ leider nicht so hochwertig ist. Also ich muss euch sagen, wenn ihr das Geld dazu habt, könnt ihr euch ruhig zulegen, weil wie gesagt, zur Kollektion passt er halt optimal. Aber ansonsten würde ich euch eher abraten von dem Schuh, weil zum einen ist er ultra unbequem, also man muss ihn erstmal extrem einlaufen. Zum anderen haben wirklich Leute schon Probleme gehabt mit dieser Lasche. Glaube ich, kann man auch ganz gut erkennen. Die bricht eigentlich relativ schnell ab, wenn man, deswegen benutze ich sie auch gar nicht. Ich muss wirklich immer meinen Finger so reinstecken, ja, weil ich habe nicht so einen Schuhlöffel. Und das ist wirklich ein Problem. Dann haben Leute auch Probleme, mir haben sie erzählt, dass hier das sich da ein bisschen auch abnutzt. Das ist natürlich auch nicht so nice. Und man sieht es, glaube ich, bei dem Schuh, sieht man es? Hoffentlich zoomt er jetzt erstmal. Ich muss mein Gesicht raustun, mein hübsches. Hier sieht man, dass das hier verfärbt. Also das Obermaterial verfärbt sozusagen. Die Schnürsenkel ist auch nicht so nice. Das heißt, man muss gefühlt irgendwie alle paar Wochen mal die Dinger halt rausmachen und wieder waschen, damit es halt noch wieder cool und clean aussieht. Ja, aber ich trage die Schuhe relativ selten, also eigentlich nur mit der Military Cargo und dafür ist es okay. Ihr seht, ich habe die jetzt nicht so oft angehabt und bei mir stimmt noch alles. Also das ist noch dran, es ist nur ein bisschen verfärbt, aber das hier drin habe ich auch keine Probleme. Ich habe die jetzt mittlerweile eingelaufen, die sind eigentlich sehr, sehr bequem, die Schuhe. Und ja, es sollte halt wirklich kein Bieter von euch sein, wo ihr sagt, okay, ich trage den jeden Tag 7-mal die Woche, sondern weil sonst das Ding hebt halt nicht so lang und sieht dann halt irgendwann abgerotzt aus, das Ganze. Und deswegen würde ich euch raten, wenn ihr den Schuh euch holt, nur wenn ihr das Geld dazu habt und wenn ihr auf Qualität ein bisschen scheißen könnt, weil das ist wirklich halt leider nicht der Fall. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingspiece aus der jetzigen Kollektion, aus der Rockfield-Kollektion SS20. Und zwar, ich hole den ganz kurz. Ich glaube, ich haue noch ganz kurz diesen Trommelwirbel da raus. Tada! Leute, also wirklich diese Jacke hier, okay, die ist so, so geisteskrank. Was gibt es zu dieser Jacke zu sagen? Preis war, ganz kurz, bevor ich vergessen habe, zum Schuh. Ich hole ihn mal ganz kurz her. Die haben nur ganze Größen. Ich trage normalerweise eine 42,5. Also ich würde euch immer sagen, eine Size runterzugehen, beziehungsweise
dann auf die 42 zu gehen. Also wenn ihr halt zum Beispiel 43,5 trägt, holt euch eine 43 und immer so weiter. Das nochmal ganz kurz zum Fitting. Wie gesagt, die Jacke hat gekostet, glaube ich, über 300 irgendwas Euro, also oder 400 fast, keine Ahnung mehr, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, beziehungsweise ich will mich nicht mehr dran erinnern, okay. Die Jacke besteht aus 22% Wolle, also die Qualität ist auf jeden Fall da. Nee, wie gesagt, die ist jetzt nicht so schwer wie die typischen Jacken, die man so kennt von Represent, beziehungsweise die Produkte, aber die ist wirklich vom Fitting her einfach völlig übertrieben. Eigentlich jeder, der mich mit dieser Jacke sieht, fragt mich immer, ey Bro, erzähl, wo hast du die Jacke her? Das ist ein krankes Teil, ich will es auch unbedingt haben und so. Ihr habt hier, wie gesagt, wieder die Knöpfe, wo ihr zumachen könnt, aber hier habt ihr wirklich den Struggle, dass es halt nicht geht. Ihr merkt, ich habe dünne Handgelenke und kriege das schon kaum zu. Deswegen lasse ich das auch immer auf, aber ich finde es eigentlich mit dem Look her sehr, sehr cool. Das ist so ein bisschen dieser, meine Freundin sagt zu der Jacke, ist sehr aus wie ein bisschen wie ein Penner. Auch da nochmal liebe Grüße gehen nicht raus. Ja. Und ja, wie gesagt, ich feiere die Jacke des Todes. Preis war, wie gesagt, 300-400 Euro. Ich habe hier eine Größe L. Ja, also mir wird wahrscheinlich auch eine XL passen, aber ich bin auch mit L vollkommen zufrieden, weil ihr gerade jetzt nicht so viel wiegt oder beziehungsweise nicht so dick seid. Oder kann ich das sagen im Internet? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann passt euch auch bei 1,89 m und 80 Kilo, passt euch auch eine L. Ist relativ schlicht gehalten, hat halt wie gesagt diesen Flanell-Vibe und ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsprodukte von Represent, muss man ganz ehrlich auch wirklich zugeben. Und ich bin wirklich froh, diese Jacke zu besitzen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was eure letzten Pickups waren von Represent. Ihr könnt mir auch unten allgemein eure letzten LPUs reinschreiben, was ihr euch zugelegt habt und was ihr von der Marke Represent allgemein haltet und ob ihr sie feiert oder auch nicht. Einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin froh über jeden Daumen und auch Daumen nach unten. Also wie gesagt, wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Ja, ist auch völlig okay für mich. Damit kann ich leben. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.